feierlicher Akt vor dem Beginn eines neuen politischen Lebens in Deutschland wurde in Bonn die erste Regierung der Bundesrepublik Deutschland konstituiert. Die Kabinettsmitglieder, an ihrer Spitze Bundeskanzler Dr. Adenauer, wurden durch Dr. Köhler, den Präsidenten des Bundestages, vereidigt. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Damit ist die Bildung der Bundesregierung vollzogen. Das war im September 1949. Köln im März 1945, wenige Tage nachdem die Stadt zum letzten Mal bombardiert worden war. Die meisten Einwohner waren vor den Bombenangriffen der Alliierten geflohen. In dem Trümmerhaufen lebten nur noch wenige. 40.000 Menschen zählten die amerikanischen Besatzungssoldaten. Gerade noch ein Zehntel der früheren Einwohner. Von jetzt ab regelten die Besatzungsmächte das Leben in Deutschland. Wenige Tage später ernannten amerikanische Offiziere Konrad Adenauer zum Berater des Stadtkommandanten. Aber noch vor der bedingungslosen Kapitulation setzten sie den ehemaligen Oberbürgermeister von Köln wieder in sein altes Amt ein. Seine politischen Freunde nannten ihn den Alten. Und der 69-Jährige hatte sehr schnell die politische Führung übernommen, als sie die CDU gründeten. Auch die SPD hatte sich wieder gegründet. Und Adenauers schärfster Gegner wurde ihr Vorsitzender Kurt Schumacher. Die deutsche politische Geschichte und die deutschen ökonomischen Klasseninteressen des Großbesitzes haben zu dem unausweichbaren Punkt geführt, dass in Zukunft die Demokratie in Deutschland sozialistisch sein muss oder gar nicht sein wird. Die Demokratie verlangt den Sozialismus und der Sozialismus verlangt die Demokratie. Hunger und Elend bestimmten das Leben. Wirtschaft, das bedeutete in diesen Monaten Schwarzmarkt. Die Menschen hofften auf eine neue Ordnung, auch wirtschaftlich. Enteignung und Sozialisierung, das wollten nach dem Krieg auch viele CDU-Politiker. Und so war die Überwindung des Kapitalismus fester Bestandteil des Ahlener Programms der CDU. Zum Leidwesen Adenauers, wie er sich Jahre später erinnerte. Es war unter den Anhängern der CDU doch eine ganze Anzahl, die glaubte, es müsse sozialisiert werden. Sie wussten nicht, mit je weniger Recht ein Staat auskommt, desto besser ist er und sind seine Bewohner. Für die Bewohner in den Westzonen gab es bald statt Sozialismus neues Geld. Geld, von dem sie sich neue Waren kaufen konnten. Und je mehr davon in den Geschäften und auf den Märkten zur Verfügung standen, umso weniger kümmerten sich die Menschen um die Politik. In den Nachkriegsjahren ließ die Sorge um Essen, Wohnung und Arbeit kaum Platz für anderes. Die Politik machten andere. Im Parlamentarischen Rat, in dem das künftige Grundgesetz ausgearbeitet wurde, war schnell klar, wer den Vorsitz übernehmen würde. Konrad Adenauer, Parteichef der CDU. Die Debatten waren kontrovers. Einige Ratsmitglieder, wie etwa der Kommunist Max Reimann, waren mit der geplanten Verfassung nicht einverstanden, weil sie die Spaltung Deutschlands bedeute. Dennoch, das Grundgesetz wurde mit großer Mehrheit angenommen. Erster Wahlkampf in der Bundesrepublik. Das Parlamentsgebäude in Bonn war noch im Bau, als die SPD mit Sozialisierung warb und die CDU mit sozialer Marktwirtschaft. Die SPD unter Carlo Schmitt und Kurt Schumacher unterlag dem Mann, der die nächsten 14 Jahre Bundeskanzler sein sollte. Konrad Adenauer. Das war so, wenn er einen Raum betrat, ganz groß, egal wie groß der Raum war, man wusste, ah, der Kanzler ist da. Nicht? Und unmittelbar wurde der Ort, an dem er stand, zum Mittelpunkt des Raums. Und das ist natürlich gerade, ich möchte sagen, bei Italienern, bei denen es auf die sogenannte, auf die Bella Figura, das schöne Auftreten ankommt, vielleicht auch bei Franzosen, auch schon ein Pluspunkt.
Pluspunkte zu sammeln, versuchte Adenauer von Anfang an bei den Westmächten. Franzosen, Engländer und Amerikaner hatten schließlich immer noch das Sagen in der jungen Bundesrepublik. Auf dem Petersberg bei Bonn hatten sie eine Kontrollbehörde eingerichtet, die Hohe Kommission. Von ihr erhielt Adenauer das Besatzungsstatut. Darin alle Befugnisse und Einschränkungen für die deutsche Politik. Die Hohen Kommissare hatten ihm, dem Besiegten, untersagt, zusammen mit ihnen, den Siegern, auf einem Teppich zu stehen. Am Ende tat er es doch. Das Besatzungsstatut schränkte die Souveränität der Bundesrepublik ein. Außenpolitik war den Deutschen zunächst verboten. Doch Adenauer versuchte durch persönliche Kontakte zu den Hohen Kommissaren größeren Spielraum für seine Politik zu gewinnen. Besuch des amerikanischen Außenministers Dean Acheson. Adenauer wollte ihn davon überzeugen, dass Westdeutschland souverän werden müsse, integriert in ein westliches Bündnis. Lange hatte er befürchtet, die USA würden sich aus der Europapolitik zurückziehen. Jetzt war ihm klar, sie würden die wichtigste Kraft bei der Gestaltung Deutschlands sein. Die deutsche Wirtschaft. Noch stand sie unter der Kontrolle der Westmächte. Zwar hatte die Arbeit wieder begonnen, die Demontagen der Industrieanlagen waren verringert worden. Aber die internationale Ruhrbehörde der Siegermächte verhinderte freie Produktion und Handel. Die Kohleproduktion des Ruhrgebiets sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden. So jedenfalls hatten es die Franzosen gefordert. Die deutsche Schwerindustrie sollte nachhaltig geschwächt bleiben, denn Frankreich fürchtete sich vor einem starken Nachbarn. Zusammen mit dem französischen Hohen Kommissar François Poncet flog Adenauer nach Frankreich, um dort Überzeugungsarbeit zu leisten. Sein Argument? Von Deutschland drohe keine Gefahr mehr, wenn Frankreich helfen würde, die Bundesrepublik gleichberechtigt in ein westliches Bündnis aufzunehmen. In Paris wollte er den Vorschlag machen, eine deutsch-französische Union zu bilden, sozusagen als Grundstein für die Vereinigten Staaten von Europa. In dieser Situation überraschte der französische Außenminister Robert Schumann mit einem sensationellen Plan. Ein gemeinsamer Markt für die gesamte Kohle-, Eisen- und Stahlerzeugung in der Bundesrepublik Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten. In Paris unterzeichneten die Vertreter der 6 westeuropäischen Partnerstaaten den Schumann-Plan. Bundeskanzler Dr. Adenauer unterschrieb in seiner Eigenschaft als Außenminister. Eisen und Stahl hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, in den vergangenen Jahrhunderten, beim Kampf der europäischen Völker gegeneinander eine verhängnisvolle Rolle gespielt, denn alle Waffen waren ja aus Eisen und Stahl. Jetzt soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammenführen. Vielleicht in seiner Diktion mögen es manche finden, dass er sehr einfach gesprochen hat. Das hat er auch, aber klar gesprochen und das Wesentliche gesagt. Da gab es nichts drumherum. Der Schumann-Plan löste Begeisterung aus. Zumindest unter den Anhängern der Westorientierung. Gleichzeitig gab es aber auch Proteste gegen die Politik Adenauers. Er hatte den Alliierten die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik vorgeschlagen. Die Deutschen sollten wieder Soldaten haben. Die Mehrheit der Bevölkerung war dagegen. Adenauer hatte bereits heimlich ehemalige Wehrmachtsgeneräle mit den Plänen zum Aufbau einer westdeutschen Armee beauftragt. Sie verhandelten für ihn auch mit den Hohen Kommissaren der Alliierten. Adolf Heusinger, ehemals Mitglied des Oberkommandos des Heeres, und Wehrmachtsgeneral Hans Speidel hatten in geheimen Sitzungen die Bedingungen für den deutschen Wehrbeitrag formuliert. Zusammen mit Theodor Blank, dem späteren Verteidigungsminister, forderten sie von den Alliierten eine Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht und die Freilassung ihrer Kameraden, die als Kriegsverbrecher in alliierten Gefängnissen saßen. Einbindung in einen militärischen Westblock, das war Adenauers Ziel. Wenn der Westblock nicht so stark wäre, meine Freunde, ich bin überzeugt, ganz Deutschland wäre schon lange ein russischer Satellitenstaat. Dennoch gab es auch Widerstand, auch bei öffentlichen Diskussionen der Regierung. Bitte glauben Sie nicht, dass ich mich furchtbar danach drängen würde,
später einmal anderthalb Jahre oder zwei oder drei Jahre meines Lebens Soldat zu spielen. Wir wissen doch heute, wenn eine Atombombe in Frankfurt platzt, dann ist doch die Freiheit, die wir verteidigen sollen, hier in Köln hip und weg. Bisher hat noch nie eine Aufrüstung einen Krieg verhindert. Und man soll uns doch nicht weismachen, dass man heute mit Divisionen und Panzern im Zeitalter der Atombomben etwas verteidigen könne. 8. November 1950. Konrad Adenauer auf dem Weg zum Bundestag. Auf der Tagesordnung Debatte über seine Rüstungspläne. Der übliche kommunistische Demonstrationszug versuchte, die Zufahrtsstraßen zum Bundeshaus zu blockieren. Er endete an der Bannmeile. Die Polizei zerstreute die Demonstranten. Die sozialdemokratische Fraktion bestreitet diesem Bundestag die Legitimation in der Frage des Wehrbeitrages eine Entscheidung zu fällen. Kein Wähler und kein Gewählter hat im August 1949 daran gedacht, dass der Bundestag im Laufe seiner Amtsdauer über die Frage eines deutschen Verteidigungsbeitrags zu entscheiden haben werde. Dass mit der Gründung von Streitkräften die deutsche Einheit in immer weitere Ferne gerückt würde, war Adenauer bewusst. Nur im Zusammenhang mit dem europäischen Frieden und mit dem Weltfrieden wird es möglich sein, dass wir eines Tages wieder mit unseren Brüdern und Schwestern im Osten zusammenkommen. Er hat eigentlich immer an die Vereinigung geglaubt. Und zwar kann ich mich an eine Bemerkung erinnern, dass er sagte, die Vereinigung kommt eines Tages. Denn wo Freiheit und Unfreiheit so aneinanderstoßen, da entwickelt die Freiheit ihren Sog. Wann das sein wird, das kann lange dauern. Zunächst aber schien die Spaltung Deutschlands fest zementiert. In den Jahren seit Kriegsende hatten sich auf beiden Seiten staatliche Institutionen gebildet, die eine Vereinigung fast unmöglich machten. Dennoch, im März 1952 schlug Stalin einen Friedensvertrag vor, der die Wiedervereinigung vorsah. Die Stalin-Note, abgedruckt im neuen Deutschland, hätte die Auflösung der DDR bedeuten können. Bedingung: Verzicht Deutschlands auf die Mitgliedschaft in einem westlichen Verteidigungsbündnis. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ruft alle Deutschen zum gemeinsamen Handeln, räumt selbst alle Hindernisse aus dem Weg, damit das große Werk nicht an der deutschen Zwietracht scheitere. Die Stalin-Note wurde zurückgewiesen. Eine vertane Chance, nicht für Adenauer. Die Bundesregierung kann aber nur mit denjenigen in Besprechungen über die deutsche Wiedervereinigung eintreten, die willens sind, eine rechtsstaatliche Ordnung, eine freiheitliche Regierungsform, den Schutz der Menschenrechte und die Wahrung des Friedens vorbehaltlos anzuerkennen und zu garantieren. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR und seine Niederschlagung durch sowjetische Panzer. Für Adenauer die Bestätigung seiner Auffassung, dass die Bundesrepublik Soldaten braucht, integriert in ein westeuropäisches Bündnis. Es fehlte nur noch die Zustimmung des französischen Parlaments zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Doch Ende August 1954 erreichte Bonn die Nachricht, dass die europäische Armee am Veto der Nationalversammlung gescheitert war. Die erste Niederlage für den Kanzler. Wenn er wusste, dass eine spannende oder kritische Situation war, dann sagte er, von Sydow, die können alle verrückt spielen, bei uns bleibt es ruhig. Er holte sich in der Stille die Kraft. Zum Beispiel, wenn er sich zum Mittagessen zurückzog, dann hörte er klassische Musik. Und das war für mich dann auch immer ein Indiz, wie die Stimmung ist. Also wenn ich dann hörte Mozart oder Schubert, da wusste ich, dass es alles in Ordnung war. Von nun an setzte Adenauer auf eine eigene nationale Armee. Die Idee einer gemeinsamen europäischen Armee war dahin. Das neue Ziel Adenauers: Aufnahme in die NATO.
In Westdeutschland hielten die amerikanischen und westeuropäischen Truppen aus 7 Nationen Herbstmanöver ab. Mehrere hunderttausend Soldaten waren an diesen groß angelegten Verteidigungsübungen beteiligt. 23. Oktober 1954. Mit den Verträgen von Paris wurde die Bundesrepublik Deutschland zu einem souveränen Staat. Anstelle des Besatzungsrechts erhielt Westdeutschland die Befugnis, über seine inneren und äußeren Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Aus den Kontrollorganen der Besatzungsmächte wurden Botschaften. Heute, fast 10 Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Und Mitglied der NATO. Die ersten Generäle hießen Speidel und Heusinger, ehemalige Wehrmachtsgeneräle und schon seit 1950 engste Berater Adenauers. Die ersten Waffen wurden von den amerikanischen Verbündeten geliefert. Ganze 10 Jahre hatte es gedauert, bis aus erbitterten Feinden Verbündete geworden waren. Die Bundesrepublik wurde nun im Kalten Krieg Frontstaat an der Nahtstelle zweier Weltsysteme. Im Juli 1955 reiste Adenauer zusammen mit seiner Tochter in die Schweiz. Doch der angebliche Urlaub war Tarnung. Der Kanzler wollte möglichst in der Nähe einer Konferenz sein. Einer Konferenz in Genf, auf der alle ehemaligen Siegermächte noch einmal über Deutschlands Zukunft verhandelten. Die Chancen auf eine Einigung schienen diesmal nicht schlecht zu stehen. Adenauer wollte das nicht. Er fürchtete, dass Deutschland im Falle einer Einigung aus der NATO hätte austreten müssen, in die es gerade erst aufgenommen war. Täglich ließ er sich Bericht erstatten. Am Ende konnte Adenauer zufrieden sein. Die ehemaligen Siegermächte kamen zu keiner Einigung. Als die sowjetische Delegation auf der Rückreise nach Moskau einen Abstecher nach Ost-Berlin machte, war klar, dass es auch in weiterer Zukunft zwei deutsche Staaten geben werde. Eine Einigung sei ab jetzt Sache der Deutschen selbst. Zwischenzeitlich hatte Adenauer eine Einladung nach Moskau erhalten, um über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu verhandeln. Adenauer reiste an, wollte aber eigentlich nur die letzten deutschen Kriegsgefangenen zurückholen. Diplomatische Beziehungen zu einem Staat, der auf Seiten der DDR stand, lehnte er ab. Die Verhandlungen nahmen einen dramatischen Verlauf. Regierungschef Bulganin warf Adenauer vor, sich an der Aufstellung von Armeen gegen die Sowjetunion zu beteiligen. Als der Streit eskalierte, drohte Adenauer, den Verhandlungstisch zu verlassen. Die Stimmung abends im Bolschoi-Theater verdeckte nur die Dramatik hinter den Kulissen. Adenauer hatte nämlich vorsorglich 2 Flugzeuge nach Moskau beordert, als wolle er tatsächlich vorzeitig abreisen. Der Trick zeigte Wirkung. Schließlich einigten sich Adenauer und Bulganin doch darauf, in Zukunft diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Die Sowjetunion gab dafür ein Versprechen ab. Der sowjetrussische Premierminister hat mir gestern Abend erklärt, ehe ich in Bonn sein werde, würde die Aktion der Rückgabe in Russland schon anlaufen. Knapp 4 Wochen später trafen die ersten Russland-Heimkehrer im Lager Friedland ein. Fast 10.000 Kriegsgefangene und 20.000 Zivilisten kehrten 10 Jahre nach Kriegsende nach Deutschland zurück. Andernach im Herbst 1956. Zum ersten Mal nahm Konrad Adenauer eine Militärparade ab. Jetzt gab es die Bundeswehr. Soldaten der neuen Streitkräfte. Nach Überwindung großer Schwierigkeiten sind Sie die ersten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte geworden. Das deutsche Volk erwartet von Ihnen, dass Sie in treuer Pflichterfüllung Ihre ganze Kraft einsetzen, in Gemeinschaft mit unseren Verbündeten den Frieden zu sichern.
Man hat ja sehr oft gesagt, Adenauer sei menschenverachtend. Er sei mit politischen Gegnern nicht immer sehr pingelig umgegangen. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Härte zum Teil gar nicht unbedingt seinem innersten Charakter entspricht, sondern die Härte war ein Instrument zur Durchführung der Ziele. Gustav Heinemann, Adenauers Innenminister, hatte dessen militärische Ziele nicht geteilt und war schon zurückgetreten, als Adenauer zum ersten Mal von der Bildung einer Armee gesprochen hatte. Überhaupt mit seinen Gegnern ging Adenauer nicht zimperlich um. Selbst sein Kabinett beteiligte er kaum an seinen Entscheidungen. Das Wort Kanzlerdemokratie machte die Runde. Alle. 1957, 8 Jahre regierte der Kanzler. Inzwischen 81 Jahre alt, wollte er es noch einmal wissen. Wieder Wahlkampf. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Die CDU erreichte die absolute Mehrheit. Der Alte auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Außenpolitisch hatte er noch einmal einen Erfolg, als er nach Frankreich reiste und dort von de Gaulle in seinem Privathaus empfangen wurde. Adenauer befürchtete, dass der französische Staatspräsident gegen eine europäische Gemeinschaft sei, in der die Bundesrepublik eine starke Rolle spielen würde. Doch es gelang ihm, de Gaulle für sich zu gewinnen, indem er sich zur Führungsrolle Frankreichs in Europa bekannte. Mehr noch, zwischen den beiden Staatsmännern entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung. Bei seinem Gegenbesuch in Bonn wurde de Gaulle von den Deutschen bejubelt. Das deutsch-französische Verhältnis hatte eine neue Stufe erreicht, nach all den Jahren der Feindschaft und des Misstrauens. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Inzwischen war der Kanzler 83 Jahre alt. Seine körperliche Gesundheit galt als phänomenal. Er las ohne Brille, seine Hand zitterte nicht. Ihm wurde die Kondition eines jungen Mannes bescheinigt. Ein Nichtraucher, 1,86 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Als 1959 die Amtszeit des Bundespräsidenten Theodor Heuss zu Ende ging, legten Adenauers Parteifreunde ihm nahe, sich um die Nachfolge als Staatsoberhaupt zu bemühen. Adenauer sagte zu, wollte aber für das Amt des Bundespräsidenten mehr Macht. Die Stellung, die Aufgabe und die Arbeit des Bundespräsidenten wird in der deutschen Öffentlichkeit und damit auch in der internationalen Öffentlichkeit zu gering eingeschätzt. Sie ist viel größer, als man schlechthin glaubt. Als er aber hörte, dass Ludwig Erhard, den er persönlich nicht leiden konnte, sein Nachfolger werden sollte, zog er die Kandidatur zurück und erklärte, er wolle Bundeskanzler bleiben. Das Denkmal, das der Alte sich selbst gesetzt hatte, zeigte plötzlich Risse. Jetzt galt er auch unter Parteifreunden als starrsinnig, von Machthunger und Herrschsucht besessen. Und trotzdem wurde er noch einmal zum Bundeskanzler gewählt, 1961. Aber die FDP, mit der er jetzt eine Koalition eingehen musste, hatte ihm das Versprechen abgerungen, nach 2 Jahren Amtszeit abzutreten. Denn jetzt machte Adenauer auch Fehler. 13. August 1961, Mauerbau in Berlin. Dramatische Szenen in einer Frontstadt. Die Teilung Deutschlands. Und was machte der Kanzler? Er befand sich im Wahlkampf, irgendwo in Deutschland. Gegner wie Freunde waren fassungslos. Niemand verstand, warum er nicht nach Berlin fuhr, um am Ort des Geschehens zu sein. Der Spitzenkandidat der SPD, Willy Brandt, war längst von seiner Wahlkampftour nach Berlin zurückgekehrt. Adenauer zeigte sich in einem Fernsehauftritt mit Außenminister Brentano nahezu unbeeindruckt. Ich habe das Kabinett zusammengerufen auf morgen Vormittag zu einer Sitzung, um die ganze Frage zu erörtern. Ich möchte aber
auch zum Schluss unserer heutigen Unterredung, und ich hoffe, Sie stimmen mit mir darin überein, sagen, zu einer Panikstimmung besteht gar kein Anlass, aber wir werden diese ernste Situation zusammen mit unseren Verbündeten meistern. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Zu einer Panikstimmung besteht bestimmt kein Anlass. Der Name Ludwig Erhard wurde jetzt immer häufiger genannt. Ausgerechnet Adenauers Erzrivale sollte sein Nachfolger werden. Die Popularität des Kanzlers sank. Ehemalige Freunde wechselten insgeheim die Fronten. Und die FDP wartete darauf, dass er sein Versprechen einlöste, noch vor der nächsten Wahl zurückzutreten. Aber Adenauer wollte sich einfach nicht von seinem Kanzleramt trennen. Dass er nicht mehr zu der jungen Generation von Politikern passte, das zeigte sein Zusammentreffen mit dem gerade gewählten amerikanischen Präsidenten. Der Besuch bei John F. Kennedy war schon deshalb notwendig geworden, weil Adenauer dessen Gegenkandidaten Richard Nixon öffentlich unterstützt hatte. Die beiden Männer hatten sich nicht viel zu sagen. Zu unterschiedlich die Auffassungen, zu unterschiedlich das Alter. We renewed our pledge to preserve the freedom of the people of West Berlin, pending the reunification of Germany in peace and freedom and the restoration of Berlin as the capital of a reunified country. Auch in der Innenpolitik, die ohnehin nie seine Stärke gewesen war, hatte Adenauer keine glückliche Hand mehr. Ein Artikel im Spiegel über Sicherheitsfragen führte zu Überreaktionen, Verhaftung des Autors und des Herausgebers. Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sah das. Aus der Spiegel-Affäre wurde eine Regierungskrise und Adenauer musste sein Rücktrittsversprechen wiederholen. Damit wurde der Weg endlich frei für Ludwig Erhard, bisher Adenauers Wirtschaftsminister. Der 15. Oktober 1963 wurde zum Triumph für den neuen Bundeskanzler der CDU. Adenauer ging, unfreiwillig und immer noch davon überzeugt, dass Politik ohne ihn eigentlich nicht möglich sei. Ich werde mich niemanden aufdrängen, aber ich stehe zur Verfügung. Ich werde nicht etwa nun in die Schmollecke gehen und Widerstand leisten. Im Gegenteil, ich würde der kommenden Bundesregierung helfen, wo ich helfen kann. Ich wünsche nur, dass man es von mir verlangt, damit ich nicht in den Geruch komme, dass ich mich aufdränge, denn das würde nicht zu mir passen.